So, herzlich willkommen zu diesem sehr spontanen Video auf meinem Kanal. Anlass dazu sind unzählige Nachrichten, die ich auf Instagram bekommen habe. Sehr viele Leute sind extrem besorgt. Ich habe super oft die Frage gestellt bekommen, Sophie, ist der TMS dieses Jahr noch was wert? Muss ich dieses Jahr 2 Tests schreiben? Wie geht's weiter? Wird es den TMS noch geben? Und deshalb mache ich jetzt dieses Video, einfach aus aktuellem Anlass. Ganz wichtige Nachricht wirklich jetzt. Ich bin sonst nie jemand, der unglaublich viel Eigenwerbung macht, aber in dem Fall ist es halt einfach für euch auch wichtig, dass ihr immer aktuelle Infos bekommt. Und dadurch, dass ich erstens in einem Unternehmen bin, was Vorbereitungskurse gibt und zweitens mich selber sehr viel mit dem TMS befasse, bin ich da wirklich meistens gut up to date. Das heißt, wenn es für euch wichtig ist mit dem TMS und wenn für euch da viel dran hängt, dann folgt meinem Instagram-Kanal, weil ich da viel, viel schneller reagieren kann als hier auf YouTube. Dass ich das jetzt auf YouTube hochlade, ist eine Notlösung, weil Instagram TV nicht funktioniert. Also ich habe das Video schon gedreht und es ist immer noch auf 74% nach 2 Stunden. So, also, Hintergrund zu diesen Unruhen, zu diesen Ängsten jetzt, wenn ihr nicht wisst, worum es geht. Also, viele von euch haben vielleicht ein Schreiben bekommen vom sogenannten STAV, Studierendenauswahlverband, dass ihr zu einer Studie eingeladen werdet, an der ihr freiwillig teilnehmen könnt, und zwar nachdem ihr euren TMS geschrieben habt. Was ist der Hintergrund? Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist das Auswahlverfahren der medizinischen Studiengänge vom Verfassungsgericht als teilweise verfassungswidrig eingestuft worden. Das heißt, es muss sich jetzt was ändern und bis 2020 wird sich auch was ändern. Unter anderem soll es eine 10% Eignungsquote geben, die über einen speziellen Eignungstest erfolgt. Das heißt, ihr müsst da in diesem Test gut abschneiden, um über diese Quote reinzukommen ins Studium. Und im Auswahlverfahren der Hochschulen bleiben es meines Wissens 60%. Aber die Hochschulen dürfen nicht nur die Abiturnote als Auswahlkriterium nehmen, sondern müssen, glaube ich, mindestens 2 andere Kriterien noch wählen, wo sich so ein Eignungstest auch gut machen würde. Genauso wie eine abgeschlossene Ausbildung oder ein FSJ. Also das ist jetzt nicht weniger wert. So, jetzt kommen wir aber zum aktuellen Anlass. Also, weil es diesen Beschluss gibt und weil darauf reagiert werden muss, soll jetzt ein neuer Eignungstest entwickelt werden. Und zwar, vor diesem Hintergrund haben die Verbundpartner Hamburg, Berlin, Göttingen, Heidelberg, Münster und Saarbrücken und über 20 Kooperationspartner im Rahmen des STAV zum Ziel, die Einführung von wissenschaftlich fundierten, strukturierten und standardisierten Auswahlverfahren an allen deutschen Medizinfakultäten zu fördern. So. In der Teilstudie Testentwicklung und Validierung des STAV-Tests im Rahmen des Studierendenauswahlverbunds sollen unterschiedliche Tests zur kognitiven Leistungsfähigkeit miteinander und mit weiteren Auswahlkriterien verglichen werden, mit dem Ziel, einen neuen Auswahltest für die medizinischen Studiengänge, den sogenannten STAV-Test, zu entwickeln. Also man hat sich hier konkrete Fragen gestellt, dass es erstens mal wichtig ist, dass die Tests, dass die unterschiedlichen Testteile unterschiedliche Fähigkeiten abfragen. Also hier steht, inwieweit werden durch unterschiedliche Testteile identische bzw. unterschiedliche Eigenschaften gemessen. Dann, wie gut sagen die unterschiedlichen Testteile den Studienerfolg im Medizinstudium voraus? Ganz schwierige Sache in meinen Augen, weil ich finde, dass so ein Test, den man vor dem Studium macht, sehr wenig darüber aussagt, ob man im Studium gut sein wird. Ich persönlich habe mich sehr stark entwickelt, seitdem ich den TMS gemacht habe. Ich habe im TMS 92% erreicht. Das würde ja eigentlich heißen, dass ich in diesem Zustand sehr gut geeignet fürs Studium bin. Und trotzdem muss ich euch ganz klar sagen, dass ich mir sicher bin, wenn ich mich nicht geändert hätte, dann würde ich nicht gut mit dem Studium zurechtkommen. Deshalb, das ist ein bisschen ein schwieriger Ansatz, glaube ich. Aber natürlich sollte ein Eignungstest darauf abzielen, dass derjenige dann auch gut im Studium ist. Drittens, wird durch Hinzunahme unterschiedlicher Testteile die Vorhersage des Studienerfolgs im Vergleich zur Vorhersage nur durch die Abiturnote oder andere Auswahlkriterien verbessert? Das sollte man sich als Ziel setzen. Viertens, welche Teile sollte ein zukünftiger Test zur Vorhersage des Studienerfolgs beinhalten? Fünftens, sind die eingesetzten Testteile fair in Bezug auf soziodemografische Merkmale wie Geschlecht, Migrationshintergrund oder sozioökonomischer Status? Also, dass niemand durch einen Test, durch verschiedene Untertests benachteiligt ist, das ist natürlich wichtig, kann ich auch genauso unterschreiben. Das finde ich gut. Also das Konzept dahinter finde ich gut. Wir werden sehen, wie die Umsetzung ist. Ich werde mich auch mit dem STAV-Test, wenn er dann draußen ist oder wenn es nähere Infos dazu gibt, intensiv beschäftigen. Einfach weil ich es unglaublich wichtig finde, dass
dass man nicht nur über eine Abi-Note in dieses Studium reinkommen kann. Ich bekomme so viele Nachrichten von Leuten, die sehr demotiviert sind wegen ihrer Abi-Note oder wegen der Abi-Note, die sie denken, dass sie bekommen werden und glauben, dass sie den Traum schon abschreiben können. Und es ist mir einfach aus persönlichen Gründen unglaublich wichtig, dass man diese Sorge so ein bisschen nehmen kann, indem man Hoffnung hat, zum Beispiel wegen solcher Tests. Deshalb, wenn ihr an der Studie teilnehmt und ihr wollt mir und vielen anderen, die noch in dieses Studium reinkommen wollen, helfen, dann blende ich euch oder ich schreibe euch unten in die Infobox, weil ich werde dieses Video nicht bearbeiten können. Ich schreibe euch in die Infobox noch meine Mail und wenn ihr dazu aktuelle Infos habt oder wenn ihr aus der Studie rauskommt und ungefähr euch noch erinnern könnt, was so ein bisschen Sache war, also was sie da so gefragt haben, dann könnt ihr mir das sehr gerne schreiben. Auch auf freiwilliger Basis. So, wie läuft die Studie ab? Also, nicht nur ihr TMSler, an die ich dieses Video richte, wurden zur Studie eingeladen, sondern auch Leute, die am HAMNAT teilnehmen und auch Leute, die an der Uni Münster den Münsteraner naturwissenschaftlichen Vortest oder Verständnistest machen, wurden eingeladen. Weil das, glaube ich, alles einfach Tests sind, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und bei euch für den TMS wird es so ablaufen, dass ihr erstens mal, wenn ihr teilnehmen wollt, müsst ihr euch da online anmelden. Ihr füllt da eure Daten aus und dann könnt ihr an dieser Teilstudie teilnehmen. Bedeutet, ihr habt, nachdem ihr euren normalen TMS geschrieben habt, der auch ganz normal wertet, die Studie hat darauf keine Auswirkungen, habt ihr eine kleine Pause und dann habt ihr noch eine Dreiviertelstunde Zeit für diese Studie. So, jetzt ist natürlich die Frage, was Testinhalt sein wird. Also hier wurde so ein bisschen verschwurbelt geschrieben. Erstens Matrizenaufgaben, die sprachfrei und daher unabhängig vom kulturellen Hintergrund die kognitiven Grundfertigkeiten erfassen und damit kein kulturspezifisches Vorwissen voraussetzen. Dann arithmetisches Problemlösen, heißt für mich was Rechnerisches. Drittens relationales Schließen. Das soll verbal schlussfolgern, abprüfen. Da ist es natürlich wieder fraglich, ob das vielleicht eine Richtung Textverständnis wird oder vielleicht etwas, wo ihr sozial entscheiden müsst. Das gibt es ja beim MedNAT, also beim Aufnahmetest für die österreichischen Unis, dass man Aufgaben hat, die Richtung Psychologie, Soziologie gehen. Also so eine Art Dr. Perfect, dass man eben schaut, ob derjenige in den Ansichten, die er hat, ein guter Arzt ist oder so, wie er entscheiden würde, in gewissen Situationen als guter Arzt agiert. Für alle Verfahren gilt, unabhängig von der Teilnahme an einer der verschiedenen Zusatztestungen, können Sie mit der Einwilligungserklärung einer Nutzung Ihrer Daten aus dem Auswahlprozess im Rahmen des DAF zustimmen. Jeder Studienteilnehmer wird gebeten, online einen Soziodemografie-Fragebogen auszufüllen. Das Ausfüllen ist freiwillig, dauert 10 Minuten. Naja, das ist natürlich wichtig, weil sonst bringt es ja nichts, dass man schaut, dass man den Test unabhängig von kulturellem und sozialem Hintergrund gestaltet. So, jetzt die Frage, habt ihr einen persönlichen Nutzen? Da stehen jetzt Sachen wie Gewinnspiel, irgendwelche Gutscheine. Sie erhalten eine Rückmeldung über Leistung in dem Zusatztest. Wichtigster Vorteil für mich, also wenn ihr mich fragen würdet, wenn ich jetzt nochmal den TMS schreiben würde und ihr würdet mich fragen, hey, würdest du an dieser Studie teilnehmen? Auf jeden Fall. Was ist euer Vorteil? Ihr wisst dann ungefähr, wo die Reise hingeht mit diesem Stuff-Test. Und das ist ein enormer Wissensvorteil, den ihr habt und den kann euch niemand nehmen. Punkt ist nämlich der. Und damit kommen wir jetzt zu einem Teil, der sehr viele besorgt hat, weil hier steht jetzt nur noch unnötiges Zeug drin, Datenschutz und so ein Zeug. Damit kommen wir jetzt zu dem wichtigen Punkt, weil ich ultra auf die Frage bekommen habe, muss ich jetzt zwei Tests schreiben? Wird der TMS dieses Jahr nicht gewertet? Was ist der TMS noch wert? Das ändert sich gar nicht. Ihr schreibt den TMS ganz normal, ganz egal, ob ihr freiwillig an dieser Studie teilnehmt oder nicht. Ich würde es aber trotzdem machen, denn wenn 2020 die Änderungen in Kraft treten und ihr mit dem TMS bis dahin keinen Studienplatz habt, dann könnt ihr ja immer noch an diesem Stuff-Test teilnehmen, wo ihr Insider-News habt. Ihr seid die Einzigen, die diesen Test dann wirklich geschrieben haben und da Erfahrungswerte zu haben. Es ist ja noch nicht der richtige Stuff-Test, keine Frage. Es ist so eine Art Testlauf. Sie werden halt gucken, wie diese Aufgaben ankommen, wie gut die Teilnehmer damit zurechtkommen werden. Natürlich werden die daran noch was verändern, keine Frage. Aber ihr habt einen enormen Vorteil und den würde ich mir nicht nehmen lassen, vor allem, weil ihr nichts zu verlieren habt. Also ihr könnt keine Minuspunkte kriegen auf euer TMS-Ergebnis, es hat keinerlei Einfluss, weder positiv noch negativ, auf eure Studienplatzvergabe.
Das Ding, was ich mir halt denke, wo wir sehr gerne diskutieren können in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da austauschen würden in den Kommentaren und ihr euch da gegenseitig so ein bisschen mit Infos helft, weil dafür sind Kommentare in meinen Augen gedacht. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, ob der TMS ganz abgeschafft wird. Ich meine, es wird nicht bedeuten, da würde ich mir jetzt mal gar keine Sorgen machen, dass der TMS, den ihr schon geschrieben habt, nichts mehr wert ist. Der wird immer noch angerechnet. Alles andere ist ja komplett witzlos. Es gibt ja auch einen Grund dafür, dass der TMS sich so lange als Eignungstest bewährt hat. Aber es wäre natürlich denkbar, dass solche Tests wie Hamnat, wie dieser Münsteraner-Test, der TMS und so weiter, dass man die halt einfach alle abschafft und dafür sagt, man hat einen zentralen Eignungstest, weil der Trend ja schon dazu geht, dass man so alles auf einer Ebene hat praktisch. Und es wäre natürlich praktischer, wenn man einen zentralen Test hat, der für alles gilt. Bedeutet, dass der dann auch im Auswahlverfahren der Hochschulen gilt und dass ihr dann statt für den TMS für diesen Stuff-Test eine Anrechnung bekommt. Aber ich glaube nicht, dass man sich jetzt Sorgen machen muss, dass der TMS, sobald es diesen Stuff-Test gibt, nichts mehr wert ist. Es kann auch gut sein, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass einige Elemente des TMS übernommen werden, angepasst werden, denn der TMS ist ja ein guter Eignungstest und wird ja auch an vielen renommierten Universitäten angerechnet, dafür gibt es ja Gründe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf einmal an Wertigkeit verliert. Ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr an dieser Studie, wenn ihr überlegt, daran teilzunehmen, ich würde es machen, weil ihr, wie gesagt, keinen Nachteil davon habt. Und wie gesagt, wenn ihr hier helfen wollt, dann schreibt mir eine Mail, schreibt mir, an was ihr euch erinnern könnt, weil für jemanden wie mich ist es halt unglaublich wichtig, da ich da keinen Erfahrungswert habe, irgendwas darüber rauszukriegen, sonst kann ich euch keine Tipps geben, dann kann ich mich auch nicht irgendwie reinlesen und mir irgendeine Technik überlegen oder so. Es ist mir wirklich wichtig mit dieser ganzen TMS-Sache, dass man sich da gut drauf vorbereitet fühlt und dass man eine Hoffnung hat, dass es auch ohne 1-0-Abi im Medizinstudium funktionieren kann, aber den Test werde ich wohl nicht mitschreiben können. Oder das wäre vielleicht lustig, ne? Wenn man den mitschreiben könnte, wenn man den TMS schon gemacht hat. Also ganz ehrlich, wenn es diesen Test gibt und man könnte den auch, wenn man schon im Studium ist, schreiben, dann würde ich den einfach als Erfahrung mitnehmen. Genug zu diesem Video. Ich hoffe, dass es euch was gebracht hat. Tauscht euch gerne aus und wir sehen uns entweder hier oder auf Instagram. Da heiße ich auch Sophie Hobelsberger, zusammengeschrieben und klein. Und wir sehen uns am Sonntag mit dem regulären Sonntagsvideo.